Nochmal laden. Ah Mann, das habe ich. Beim letzten Mal habe ich das irgendwie hingekriegt. Und entdeckt werden ist eine ganz doofe Idee, weil der hat nämlich Schusswaffen. Und wer nimmt. Der hat nämlich, glaube ich, irgendein Gewehr oder sowas. Und wir haben halt leider nichts Fernkampftechnisches. Ah, Moment mal, ich glaube, ich weiß. Ah. Okay. Du gehst mal This erstmal kurz is noch a dahin. moment. Close call. Ja. Quick now. Moment mal. Shurikenjutsu. Time to move. Wir gehen mal kurz nach hier. Da dürfte er uns nicht sehen. Don't leave bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? Ja, ist ja gut. Das weiß ich. Wo steht der? Der steht hier. Ah. Dann können wir den auch mal gleich ausschalten. Ich. Keep your head mine. It'll be close. Und ab damit weg. So, dann haben wir nämlich das Problem schon mal gelöst. Wir müssen jetzt nur noch erstmal den Typen da oben ausschalten. Ach, das surft gerade hier so ein bisschen rum, die Ansicht. Eieiei. So, einmal kurz hier unten. So. Wenn die da durch sind, dann können wir. Und. Send someone to clear the debris. Shuriken, ready. Schade, das reicht natürlich nicht. Fuck. Fuck, wie habe ich denn das gemacht? We need to fortify this area. Ja, jetzt noch da. Ach, das ist, die Strecke ist zu kurz, das ist doch kacke. Okay, wir gehen. Wir könnten da theoretisch hoch, aber das Problem ist. Oder? Moment mal, wir drehen uns gerade wieder zurück. Okay, wir haben es gesehen, das ist aber eigentlich relativ schnuppe. Da sollte man uns nicht sehen. Nein, das bringt uns natürlich nicht besonders viel. Die Wache kann uns eigentlich relativ wurst sein. Okay, wir machen mal Laden. Das bringt nämlich nichts. Okay, dann müssen wir den Typen nochmal abplatzen. Ja, ich muss sagen, ich habe von dieser Art von Spielen leider noch gar keine Erfahrung. Guards everywhere. Deswegen werde ich vielleicht hier Dinge tun, die jetzt der normale Nutzer als eher weniger sinnvoll ansieht, als der erfahrene. Moriyoshi. Bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Das fand ich jetzt nicht so cool, dass er uns gesehen hat. Using Shuriken. So, und wenn der Typ hier vorbeilatscht, können wir den Herrn ja umlotzen. Und einmal weg. Down. So. Gut. Und ab da rein. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie kriegen wir den Herrn da oben? On the move. Ja, okay, jetzt hat er uns gesehen, dass er eigentlich relativ wusst. We need to fortify this area. Moment mal, wir müssen gerade mal kurz ein bisschen drehen. Aha. Have to
hide now. Scheiße, das war eine doofe Idee. Scheiße. Nochmal laden. Scheiße, das war das Falsche. Fuck. Ach, das war jetzt doof. Ach Gott. Ja, ich sehe, dass ich noch nicht so der Profi in der ganzen Sache bin. Ja, ich weiß, wir sind an der falschen Stelle. Wir müssen nochmal laden. Wir brauchen den Spielstand hier. Man kann auch durchaus mal etwas länger an einer Ecke festhängen. Ja, jetzt nochmal. So, also bitte nochmal da hinten hin. Und... Careful now. Quick. Okay, einmal nach hier. Don't leave bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Der Typ uns wieder gesehen, aber das ist eigentlich relativ schnuppe. Using Shuriken. Und einmal noch mal weg. Mein. Und stehen einmal da rein. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie wir den da loskriegen. Don't see a way. Hallo? Hallo, ich möchte bitte. Wieso will denn der da hoch? Das war nicht so gut. Ja, ist ja gut. Scheiben. Kleister. Scheiße. Ach, Mann. Nochmal. Das ist eine doofe Idee gewesen. So, bitte den nochmal nach hinten. Das haben wir ja schon mal gemacht. Enemies everywhere. Time to move. Und einmal da hoch. Und einmal ducken. Don't get shot now. Don't leave bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? Using Shuriken. Ja, ist sehr gut. Nee, der Kumpel Lino, der kommt jetzt hier rum. Das kann ja noch heiter werden. So, und einmal weg damit. Down. So, dann einmal hier und einmal hier. So, jetzt müssen wir einmal kurz nach hier. Wir sollten aber gucken, dass die beiden Herrschaften hier nicht vorbeikommen. Also bitte nochmal nach da. Ich glaube, es ist nämlich eher unpraktisch, wenn die vorbeikommen. So, wir gucken gerade mal, was der hier macht. Der guckt da rum. Wir gehen mal kurz nach da. Und dann, sobald sich sein Sichtkegel wegbewegt, latsch nochmal dahin. Okay. Don't see away. Ja, ist sehr gut. On the move. Nein, nein, nein. Being attacked, damn. Oh, Alter. Nochmal laden, bitte. Scheiße. Ah, Mann, ich habe immer noch nicht gespeichert zwischendrin. Kacke. Ich bin da so im Flow drin, ne? Ah, Mann. Ja, bitte du nochmal nach hinten und dann nochmal hier. Kumpel, gehst mal bitte nach hier und dann nach hoch und dann. Don't get shot now.
Ja, jetzt müssen wir nur gucken, was General Bergfrühling da hinten macht. Don't leave bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? So. Shurikenjutsu. Die beiden Herrschaften, die kreisen hier immer noch rum. Wenn der jetzt gleich vorbeikommt, können wir den ja weglatzen. Okay, da kommt er gerade. Und dann einmal weg. Down. Einmal einsammeln. Getting there. Yeah. Und einmal weg damit. So, dann. So, wann kommen die zwei Herrschaften? Ja, die sind gerade wieder am Anmarsch. Deswegen sollten wir aufpassen. So, wenn die zwei Herrschaften durch sind, dann können wir mal kurz nach hier. Dann können wir nach hier. Wenn dann sein Sichtfeld weg ist, können wir uns... Und ab die Post, dann ab hier. So, dann müssen wir nochmal gerade gucken, dass wir uns vielleicht mal drehen und gucken, dass wir hier reinkommen, so schnell wie möglich. Das war ganz knapp gerade. Stick to cover. Scheibenkleister. Ja, ist ja gut. Wir müssen mal gerade wieder laden. Ach ja. Fuck, habe ich immer noch nicht gespeichert. Och, Moment, hä? Scheiße, ich habe immer noch nicht gespeichert. Was ist das für eine Kacke? This is our moment. Ja, bitte mal hier auf den da. Too easy. Time so. For action. So, dann hier hinten nochmal den. Für Kommandant Bergfrieden hier gucken. Der wird nicht open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from Okay, der sieht uns eh nicht. So, dann nochmal das da. Wenn die zwei Kameraden da hinten nicht vorbeilatschen. Gucken wir mal, wenn der gleich kommt. Das dürften die zwei Herren da hinten nicht sehen. Das ist gut. Dann einmal weg damit. Ich glaube, der Herr könnte sich mal gerade kurz ducken. Dann können wir wieder auf ihn umschalten. Und immer nach da hinten damit. Sehr schön. Ja. So. Sind die zwei Kerle da hinten wieder unterwegs? Jo, sind sie. Deswegen sollten wir noch eine Runde warten. Sobald die durch sind. Wir müssen immer auf die zwei achten, weil die sind nämlich oftmals das Problem. Weil nämlich in dem Moment, wo die Alarm schlagen, schlägt der Typ da oben auch Alarm. So, jetzt Kommandant Bergfrühling hier oben. Was macht der? Wir können mal kurz nach da. Da dürfte uns keiner sehen. Don't see away. Ja, oh, Alter. Ist ja gut. Moving. So, jetzt mal kurz Q. Hallöchen, die zwei Herrschaften latschen hier wieder rum. Das war schon wieder so ein ganz kleinen Tacken zu spät. Die dürften da hinten noch nicht rumlatschen. Close one. Jetzt hat uns... Wow, scheiße. Laden. Ach, fuck, ich habe immer noch nicht gespeichert. Ah, Mann. Fuck.
Ja, fuck. Das ist doch kacke. Ah. Ja, ist ja gut. Einmal nach da hinten. Ihn mal kurz ducken. Und dann wieder auf ihn hier. Einmal kurz ducken. Und dann mal hoch. Und ab, ab damit. Fast. Don't leave bodies out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? Okay, dann geht nach dahin. Aber den Typen müssen wir ausschalten. Using shuriken. Ja, hiermit. Na gut, wir können den, glaube ich, auch andersweitig ausschalten, aber das bringt, glaube ich, nicht viel. Fakt ist, wir müssen ihn ausschalten. In dem Moment, wo der wieder vielleicht wieder aufsteht, dann ist doof. Recht damit. Also ja, nicht damit, sondern mit dem Herrschaft, mit der Herrschaft hier. So, und dann einmal einstecken und dann einmal da hinten hin. So, der Typ hier. So, was hat denn der für eine Range? On the move. Ich habe gerade eine Idee. Wobei, den müssen wir eigentlich nicht zwangsläufig ausschalten, aber wir können es ja tun, wenn wir die Gelegenheit haben, sofern nicht da hinten wieder die Wachen rumschlawenzen. Ja, die schlawenzen natürlich darum, deswegen sollte man das Ganze jetzt erstmal sein lassen. Der wird uns dabei nicht stören, aber die zwei Herrschaften hier könnten uns sehen. Ja, wobei die sehen es nicht unbedingt. Aber wir könnten das mal kurz machen. Fuck, ich habe wieder nicht gespeichert. Scheibenkleister. Speichern. Auch mal speichern. Alter, ich habe wahrscheinlich die gesamte Folge damit zugebracht, nur diese eine scheiß Stelle zu machen. Super. So, einmal runter und dann einmal. Ich hoffe mal, das fällt nicht auf. Gut. Don't get shot now. Nein, ich will den Typen noch aufheben. Also der muss, der läuft dabei, schade. Mal nach hier. Okay, doki. So. Die Herrschaften latschen da lang. Ich glaube, das kann uns relativ schnuppe sein, was die machen. Da könnten uns sogar verstecken, aber da müssen wir nicht unbedingt hin. Moving. Ich würde bevorzugen, da hochzugehen. Haben wir eigentlich inzwischen gespeichert? Wir speichern gerade nochmal. Das kann nicht schaden. Ja. Okay, gut, gespeichert ist. Dann. Let no one through. Kenjutsu. Einmal hier. Close one. Ja, nein, nein, bloß nicht, bloß nicht. Da kommen gerade die zwei Wachen wieder vorbei. Die sind, glaube ich, nicht besonders erpicht darauf, nicht besonders erquickt davon, wenn wir den umlegen vor ihren Augen. Das mögen die nicht. So, und dann einmal. Stay down. Beziehungsweise, naja, halt, ich will den nochmal nehmen. So. So. So, jetzt kommen die zwei Herrschaften hier schon wieder vorbei. Ja, ich glaube, wir müssen mit den zwei Herren erstmal aufpassen. So, was sagt das Questlog hier? In den Sprengstoff. Ja, das ist okay. Send someone to clear the debris.
So, was hat denn der für eine View Range? Das Problem ist, da müssen wir bei dem hier aufpassen. Weil der hat nämlich teilweise einen Blick nach da unten. Und einfach nur die zwei ausschalten bringt's auch nicht. So, die latschen durch. Ja, das ist mir recht. Okay, das sieht er gar nicht. Using Shuriken. Okay. Und. We need to fortify this area. Down. Das sollte er nicht sehen. Time for action. Mine. Hallo, ich will den da mitnehmen. Und zwar einmal nach hier. So, dann lassen wir die zwei Herrschaften hier mal vorbei. Ah, okay, genau. Wir speichern jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich weiß, ich habe hier einen Haufen Speicherstände. Ist aber sehr praktisch. Ja, ich könnte auch hier Quick Save nutzen, aber das erscheint mir sicherer. A glorious battle. The day geh mal kurz hoch. Ours. Da oben müssen wir jetzt aufpassen, weil. Oh, da kommt er gerade. Was machen die da oben? Okay, die zwei Kasper sind gerade da unterwegs. Sie sollten jetzt erstmal noch vorbeilassen und dann warten, bis der Typ da oben nicht mehr guckt. Dann können wir den nämlich reinlassen. Okay. Wenn der da oben nicht guckt. Okay, wir sind drinne. So, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis die zwei Herrschaften kommen und dann hoffen, dass der Typ da oben nicht schaut. So. Gut, dann einmal hoffentlich. Die sind jetzt natürlich alle alarmiert wie Sau. Okay, ich glaube, das können wir vergessen. Ich denke mal, irgendein gewiefter Profi würde wahrscheinlich einen Weg finden. Aber ich glaube, das können wir so vergessen. Ja, Sachen fallen lassen können wir hier an der Ecke leider nicht. So, einmal hier. Und jetzt einmal gucken, wen haben wir aktuell ausgewählt. Einmal auf Nummer 3. Und einmal hier hoch. Bei. Ah, ich glaube, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. So, okay, da guckt jetzt hier kurz vorbei. Die zwei Herrschaften gehen hin. Der wird sich jetzt gleich wahrscheinlich umdrehen. Okay, der dreht sich um. Wir können mal kurz hier rein und dann kommen wir kurz nach da. So, jetzt muss aber unser Kumpel hier. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber das ist eigentlich egal. Wir können mal kurz hier raus.
Und dann können wir mal schnell hier hoch, weil das ist nämlich eine Sache, die ich festgestellt habe. Den Küken kannst du auf die Art und Weise relativ gut erledigen, ohne dass es den anderen Zweien auffällt. Und dann können wir nämlich auch in aller Ruhe die zwei erledigen, weil nämlich dann der Typ da oben nicht mehr rumsteht. So. Die zwei Herrschaften sind gleich vorbei. Die da hinten scheinen das, glaube ich, nicht zu interessieren. Okay, den interessiert das nicht. Dann gehen wir mal kurz da hoch und einmal Shuriken. Better find a way. Ja. Moving. So, einmal nehmen. Und einmal fix nach da hinten. So, also. Und jetzt können wir wieder auf Nummer 3 umschalten. Und zwar mit den Scheiße. Jetzt war ich wieder zu lahm. Verdammt. Den Angriff hier. Und dann warten wir gerade mal, bis die zwei Herrschaften wieder hier vorbeikommen. Ich speichere mal kurz. Ja. Ich würde mal sagen, wir warten, bis die zwei Herrschaften kommen. Send someone to clear the debris. So. Genau. Das machen wir ein bisschen schneller hier. So, einmal. Hallo. Many cuts, one death. So, einmal einsacken. Und den dann auch nochmal einsacken. Und hier hin. Und dann einmal abladen. So. Interessieren uns die zwei Herrschaften da hinten? Ja, die interessieren uns. Wir können mit ihm, glaube ich, da mal kurz hier hoch. Das Problem ist, der guckt gelegentlich immer nach da drüben. Aber das sollte kein Problem sein. Wenn wir mit Swordwind nach hier gehen. Die sollten uns eigentlich nicht sehen. Wenn ich richtig liege. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Die könnten uns eventuell sehen, aber dann dürfte es zu spät sein. Jo. Es ist zu spät für sie. Sehr schön. Das da hinten dürfte keiner sehen. Wir müssten also mal die zwei Herrschaften hier kurz mal einsacken. Und einmal den noch einsacken. Und dann gucken wir mal, was der für ein View Range hat. Und ab nach dahin. Skill is impressive, Hayato-san. Shame that your clan is no more. We can agree on that. Have to say, you're doing better than I thought. Your way of things is still strange to me, but I am starting to see its merits. So, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns jetzt noch den Herrschaften hier. Den müssen wir definitiv zuerst ausschalten. Wir brauchen gerade kurz mal Nummer 1. Behind enemy lines again. Er dürfte nicht gesehen werden auf dem Weg. Watch for cannon fire. Dürfte uns keiner sehen. Mit dem müssen wir aber vorsichtig sein. Wir sollten warten, bis der geht. Der da sieht definitiv nichts. Der hat nur eine relativ kleine Range. Aber sobald der abgedampft ist. Das Ding, die Steuerung ist manchmal etwas komisch. Blades ready. Würde ich mal sagen, wir warten, bis der da übergeht und nicht mehr sieht, und dann ab die Post. Und einmal ab die Post und einmal eingesackt. So, jetzt ist der aus dem Weg. Shuriken, ready. Den würde ich jetzt einfach auf diese Art und Weise erledigen. Das hätten wir vielleicht doch nicht etwas näher am Gebüsch machen sollen. Dann packen wir den mal kurz mit. Schaffen ihn nach da hinten. So.
Der dürfte uns nicht sehen. Okay. Moriyashi. Der dürfte uns nicht sehen. Wir latschen mal kurz nach da hinten. Gehen mal kurz von hinten dran. Und dann einmal, ja, wir nehmen ihn mal kurz von hinten. Das klingt falsch. Ich weiß. Einmal eingesackt und dann einmal hier im Gebüsch abgeladen. Dankeschön. So, jetzt gucken wir uns mal noch den Tipp hier an. Was ist das da? Ach ja, Schattenangriff. Ja, das kann hilfreich sein. Umschalt L, das ist sehr schön. Eingabe, gespeicherte Aktion, als die ausführen. Ja, den könnten wir dann hier brauchen. Aber ich würde mal sagen, wir holen uns auch mal gerade noch Nummer 3. Wir gehen noch mal kurz hier hin. Dann lassen wir mal kurz hierher schlawenzeln. So. Und dann würde ich aber auch schon sagen, ich bin ja schon eine Stunde in der Aufnahme und so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht zum Aufnehmen. Von daher würde ich mal sagen, den Typen da hinten haben wir ausgeschaltet. Ich glaube, den habe ich letztes Mal nicht ausgeschaltet. Egal. Warte. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Und ja, ich würde mal sagen, wo sind wir? Wir haben immer noch die gleiche Aufgabe. They will not get past us. Okay. Berühre keine Büsche, das ist doch fast unmöglich. Stein werfen, erschieße niemanden. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal kurz hier. Und dann, ich würde mal sagen, wir speichern jetzt mal noch kurz. Also einmal kurz nochmal speichern. Und dann würde ich mal sagen, das sollte definitiv 2, 3 Folgen geben. Und ich würde mal, vielleicht spielen wir dann das nächste Mal, wenn ich das hier zum nächsten Mal aufnehme, vielleicht sind wir dann ja schon in, in der Vollversion unterwegs. Die werde ich mir wahrscheinlich nach Weihnachten zulegen. Ja, und ich würde mal sagen, an dieser Stelle gehen wir zurück ins Hauptmenü. Ja, ungespeichert Fortschritt geht verloren, ich weiß, aber wir haben ja gespeichert. Ja, ja, Sake. Es gibt doch nicht irgendeine Stadt, die so heißt. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, euer Setante LP. Und jetzt, ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war's dann von dieser Runde Shadow Tactics. Nächstes Mal vielleicht schon in der Vollversion, vielleicht dann auch in 16:9. Das hier ist ja noch so halber 16:10, das ist ein bisschen blöd. Naja, ich muss mal gucken, das kriegen wir hoffentlich auch noch irgendwie hin. Ich würde mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, euer Setter der LP, jetzt ciao mit V und bis zum nächsten Mal, bye bye.